Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Brauchst du einen Freund? Dann wende dich an Jesus. Jesus sagt, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und da bist auch du gemeint. Er will dein Freund sein und er will dir helfen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute mit dem Thema Gebrauche dein Ruder. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gebrauche dein Ruder. Dazu gibt es eine Bibelstelle, Jakobus 3, Vers 4 und 5. Und da steht, und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Ist das nicht interessant? Die Zunge wird mit dem Ruder des Lebens verglichen. Ein Ruder wie bei einem Schiff, das ist wie ein kleines Brett, das aber das ganze Schiff in die richtige oder falsche Richtung lenkt. Kennst du dein Ziel? Und du möchtest bestimmt dein Ziel erreichen. Und da ist es wichtig, dass wir es mit aller Kraft verfolgen. Und ich war schon ein paar Mal auf dem Meer und da ist es manchmal anstrengend. Muss man das Ruder so rumreißen und halten, weil die Strömung anders ist, dass man in die richtige Richtung kommt. Und so ist unsere Zunge. Wir müssen aufpassen, dass sie wirklich in die richtige Richtung spricht, dass sie nicht Dinge ausspricht, die dagegen sind, dass wir das Ziel überhaupt nicht erreichen können. Denn Worte haben Macht, das haben wir auch immer wieder zum Thema. Ja, deine Zunge, dein Ruder bestimmt den Weg, wo es hingeht. Das heißt, du allein kannst entscheiden, du allein wirst entscheiden, wo dein Lebensschiff hingeht. Und da ist die Zunge ein ganz, ganz wesentlicher Teil, weil das hast du im Griff und da kannst du wirklich deine Weisheit oder die Weisheit von Gott dir geben lassen und vorwärts gehen. Herr, ich danke dir dafür, dass jeder es begreift, was die Zunge für eine Macht hat. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir bereit sind, Herr, die Zunge von dir lenken zu lassen. Herr, deine Gedanken auszusprechen und auch, Herr, wirklich, dass wir reden dem Ziel entgegen und nicht kontraproduktiv. Ich danke dir dafür, dass du uns eine Zunge gegeben hast, aber auch, Herr, den freien Willen zu sprechen, was wir wollen. Und Herr, lass uns da das Richtige reden. Danke, Herr. Amen. Amen. Dieses Gebetsanliegen von einer Mutter erreichte uns per WhatsApp. Hallo, liebe Geschwister, kurze Info. Die Blutwerte und Untersuchungen waren, preis sei Gott, alle negativ. Die Magensaftprobeergebnisse stehen noch aus und die Herzuntersuchung meiner Tochter nächste Woche Dienstag. Betet bitte da auch, dass alles gut ist. Bitte, liebe Grüße und Segen. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst und dass du auch diese Ergebnisse kennst, wo sie jetzt drauf warten, dass alles in Ordnung ist. Ich danke dir, dass alles in deiner Hand ist und dass du wunderbar da eingreifst. Und ich danke dir, dass auch dieses Herz wieder völlig in Ordnung ist, dass da keine schlechten Ergebnisse herauskommen, sondern dass alles bestens ist. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom fließt dahin, wo etwas nicht in Ordnung ist. Egal, was die Ursache ist, aber du kannst heilen und du kannst deine wunderbaren Heilungsströme durch ihren Leib fließen lassen. Danke, Jesus, du bist der Herr. Und wir vertrauen dir, dass alles in Ordnung ist. Amen. Amen. Zwei Gebetsanliegen kamen wegen Krebs. Liebes Gebetsteam, ich bitte um eure Gebetsunterstützung. In circa 3 Wochen ist die Untersuchung meines Unterleibs und Darms wegen Verdacht auf Krebs. Meine große Hoffnung auf Heilung ist durch Gottes Eingreifen. Bitte helft mir mit eurem Gebet. Vielen, vielen Dank.
und per WhatsApp ein weiteres Anliegen. Liebes Missionswerk, bitte betet für eine Freundin. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Menschen kennst, die Krebs haben oder Verdacht auf Krebs. Und ich danke dir, dass deine heilende Hand sie jetzt berührt. Danke, Jesus, dass dieser Krebs verschwindet, dass er entmachtet ist am Kreuz von Golgatha und dass jede Zelle, die krank ist, eintrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass auch jeder Verdacht entkräftet ist im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Bei allen anderen Personen auch die Krebs haben. Danke, Jesus, dass diese Krankheit besiegt ist und dass diese Zellen in ihre göttliche Schöpfungsordnung zurückkehren und alles Negative entmachtet ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Ein Gebetsanliegen für einen Koma-Patienten. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte um Gebet. Meine Freundin, ihr Sohn, hat ganz schwer Corona und liegt im Koma und wird beatmet. Vielen Dank. Ja, dafür wollen wir beten. Und wir haben gerade ein Zeugnis erhalten, dass wir auch mit einem Menschen, der im Koma war, für einen Menschen gebetet haben in Heilungstagen und er danach aufgewacht ist. Und da wollen wir jetzt auch für diesen Menschen beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, du hast jede Krankheitsmacht besiegt und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du auch diesem Menschen begegnest, dass er wieder aufwacht von dem Koma und aus dem Koma. Ich danke dir, Herr, lass ihn wunderbar deine Herrlichkeit erleben und ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass dieser junge Mann wieder sein Leben genießen kann, aber auch dich erkennt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail hat uns eine Frau Folgendes geschrieben. Guten Tag, ich habe vor kurzem zwei meiner besten Freunde verloren und dann ist ein wenig später auch meine Mutter gestorben. Können Sie bitte für mich beten, dass ich mit diesem großen Verlust, der jetzt in meinem Leben ist, umgehen kann? Auch, dass ich wieder neue Freunde finde. Ich habe mich seit all diesen Todesfällen sehr zurückgezogen, um das alles zu verarbeiten. Gerne würde ich wieder am Leben teilnehmen. Vielen Dank für Ihre Gebete. Danke, Herr. Du kennst den Wunsch und das ist genau auch dein Wunsch, Herr. Herr, dass wir Freude am Leben haben. Herr, bei so viel Trauer und bei so viel Schmerz und so viel Verlust, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass es okay ist, eine Zeit der Trauer, aber Herr, dass du auch aus der Trauer wieder herausführst. Danke, Herr, schenke du neue Freunde, schenke du neue Menschen und Herr, die wirklich, Herr, das Loch ausfüllen, die wirklich Freude weitergeben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass er auch den Mut hat, aus diesem Loch wieder herauszukommen, wieder Schritte ins Leben zu machen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du dieses Gebet hörst und auch erhörst. Amen. Amen. Und wie wunderbar Gott ist, hören wir wieder bei diesen vielen Zeugnissen, die uns erreicht haben. Und da schreibt jemand, Erwerbsminderungsrente ist genehmigt. Liebe Isolde und Daniel, ich hatte im Sozialgericht eine Verhandlung wegen meiner Erwerbsminderungsrente. Vielen, vielen Dank. Es hat gewirkt und die volle Rente ist durch. Wie schön. Große Verbesserung in der Mathe-Note. Auch da hilft Gott. Ich hatte vor einiger Zeit für meinen Sohn beten lassen. Er hatte furchtbare Schwierigkeiten mit Mathematik. Letztes Schuljahr bekam er gerade so eine 5. Dieses Jahr hatte er zum ersten Semester eine 2. Halleluja, vielen lieben Dank. Und das ist doch eine Freude. Und eine Frau berichtet jetzt nach einem Jahr von ihrer Heilung und Befreiung. Und sie schreibt, Sie haben seit mehr als 10 Jahren gefühlt 1000 Mal für mich gebetet. Ich habe oft Gebetserhörung erfahren. Krankheiten, Tod, nach langer Krankheit, Heilung, Schritt für Schritt. Die entscheidende Heilung am 4.5.2020 mit euch und Dr. Hesselbart im Seminar. Geheilt von Manie, von Panikattacken, von Ängsten und vielem mehr. Danke.
Das ist eine Freude, ja. Das war ein richtiges Paket von Befreiung. Und per WhatsApp bekamen wir folgendes Zeugnis. Hallo ihr Lieben, schreibt da jemand. Ich möchte mit Freude euch mitteilen, dass mein Rücken geheilt ist. Ich litt schon jahrelang an Schmerzen, konnte nicht lange stehen oder gehen. Beim Bücken war es auch sehr schmerzhaft. An den Heilungstagen am 1. Mai hat Pastor Daniel beim Heilungsgebet gesagt, dass wir die Hand auf die kranke Stelle legen sollen. Das habe ich gemacht und mitgebetet. Seit Montag, dem 3. Mai, merkte ich, dass ich keine Schmerzen mehr habe beim Arbeiten. Ich bin so froh und danke euch für die Gebete. Danke, Jesus, du bist groß. Und wie freut man sich, wenn man keine Schmerzen mehr hat? Das ist wirklich dankenswert. Ich freue mich auch, jedes Mal überrascht zu werden, was Gott wieder getan hat. Wenn Isolde alle diese Dinge aufschreibt, höre ich manches zum ersten Mal auch während der Sendung. Und das ist sowas Spannendes, sowas Wunderbares. Und es lohnt sich wirklich zu beten, zu glauben und auch zu empfangen. Und ich sage dir auch, wenn du es noch nicht erlebt hast, bleib wirklich dran. Aber hast du was erlebt? Lass es uns wissen, damit wir uns freuen können und alle unsere Zuschauer. Ja, der Tipp des Tages heute, wir hatten es von der Zunge, von dem Ruder. Hat deine Zunge dich in irgendwie eine falsche Richtung gelenkt, weg vom Kurs gebracht? Überleg mal, und wenn das der Fall ist, sei nicht traurig, bitte Gott um Vergebung und konzentriere dich auch beim Reden mal, was deine Zunge spricht. Ob es nur Schrott ist oder halber Schrott gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine. Oder ob du wirklich, wirklich dem Ziel entgegen sprichst, deine Rede wirklich etwas ist, wo produktiv auch dem Ziel entgegengeht. Und sonst bekommst du auch von Gott Vergebung, wenn du zu ihm kommst. Lass uns deine Anliegen wissen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wenn du mehr über das Ruder wissen möchtest, habe ich dieses Buch geschrieben und du kannst es gerne bestellen. Schau dir diese Werbung an. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de. Oder unter 0800 240 44 70. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.